Namaste, Gang Shanin hier. Herzlich willkommen an die neuen Portaltage. 10 Stück jetzt bis Weihnachten. Mächtige Zeit, große Shifts passieren gerade. Wir haben Ende Januar auch wieder, ich weiß nicht, ob das 7 oder 10 Portaltage in einem Stück sind. Das heißt, es ist eine große Geschichte. Wir sind in den Eklipsen immer noch. Diese Energien ziehen noch nach. Mondfinsternis. Sonnenfinsternis, wir hatten diese Karte, sollte ich als Erinnerung nochmal heute holen. Von der Sonnenfinsternis, die Karte kam ein paar Tage nachdem die Sonnenfinsternis kam, von 44 Karten kam die raus. Also ihr merkt, wie mächtig gerade das Universum bzw. Spirit an sich mit uns arbeiten möchte. Sonnenfinsternis, eine gewaltige Veränderung, merkt jeder von uns auf eine Art und Weise. Richtig? Also, Portaltage, Tage, an denen eine bestimmte kosmische Energie freigesetzt wird. Hier geht es immer um Heilung. Und das wiederum bietet uns die Möglichkeit, Neues zu erfahren mit uns und mit anderen. Also mit anderen Worten, es geht um Bewegung. Diese Chance, diese Möglichkeit ist ganz, ganz groß da. Also können Portaltage Neubeginne initiieren, die einfach durch neue Erkenntnisse ausgelöst werden. Ja. Und wir wissen das. Wir können nicht erwarten, dass eine Situation, ein Mensch, wie auch immer, sich im Außen ändert, wenn wir persönlich nicht in uns etwas ändern. Blickwinkel, Handlung, Denken. Große Manifestationszeit gerade. Okay, lass uns schauen. Oder gleich mal loslegen hier. Ganz spannend. Page der Münzen, der Teufel, umgekehrt, was ich sehr schön finde, hat immer was mit toxischen Verhaltensweisen zu tun und die Herrscherin umgekehrt. Als ich hier reingegangen bin in diese Energie, zuerst dachte ich mir, ach du Scheiße, und dann habe ich gemerkt, wow, nee, 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 geile Geschichte. Und zwar, ich spüre hier, dass für viele jetzt in den kommenden Tagen und Wochen Chancen und Gelegenheiten kommen, Entdeckungen zu machen, sich von bestimmten toxischen Situationen oder Handlungen oder Menschen abzuwenden. Bei jedem wird es etwas anderes sein, entweder sei es zum Beispiel toxische Gedanken, also sich alles schon vorher kaputt denken, ne? Da waren wir ja Meister drinnen, da werden wir ja auch immer besser. Oder Menschen zu verurteilen, weil sie nicht so handeln, wie man es selber will, oder zur Zeit, wo wir das haben wollen, wann etwas passieren soll, wann und wie sich jemand ändern soll, kann auch gut möglich sein. Oder toxische Gewohnheiten an sich. Ja, für jeden wird es etwas anderes sein. Es können ehrliche Gespräche sein, die sich dir als Gelegenheit bieten. Oder Informationen. Das ist das, was ich ganz stark von Spirit hier bei diesem Deck spüre, Informationen, die zu dir kommen, die dich ein großes Stück weiterbringen, weil eben diese Erkenntnis dann da ist. Ja, und dann kannst du switchen, dann kannst du diese Situation einfach viel besser handhaben. Und wir reden von einer Situation, wo du unentschlossen bist oder warst und du noch ein bisschen auch im Widerstand bist oder warst. Ja? Und hier können für viele an den Portaltagen wichtige Erkenntnisse und Aha-Momente aufploppen. Einzige Voraussetzung, sollte ich nicht mehr erwähnen, tue ich aber, weil wir vergessen es gerne, ist natürlich, sich nicht so viel ablenken zu lassen jetzt. Ja? Ganz klar auf sich hören. Portaltage ist der Schleier einfach zur Anderswelt, zu unserer Gefühlswelt, zu unserer wahren Essenz. Einfach sehr, sehr stark und sie wird uns zeigen, ist man jetzt trauriger oder fühlt man sich antriebslos? Da will dir die Seele eigentlich, deine Seele nur sagen, ey, hier gibt es ein Thema irgendwie, wo wir nicht gut auf uns achten, weil wir haben die Herrscherin auch hier und die Herrscherin ist eigentlich eine wundervolle Karte. Die ist aber so. Okay, also. Wir gehen mal durch und wir gucken, was Spirit uns einfach hier ein bisschen rät, wenn man sich ein bisschen mit diesen Energien zusammensetzen will, damit man das Bestmögliche rausholt. Okay? Also, wir haben hier den Pagen. Der Page der Münzen.
Wir sehen hier einen Menschen, der im Grunde genommen etwas hält, eine Münze hält. Es kann materiell sein, es kann aber auch eine Handlung sein, eine Geschichte, eine Situation an sich. Und ich finde, der sieht überhaupt nicht auf diesem Kartendeck glücklich aus. Es fühlt sich für mich so an, als würde er überlegen, soll ich es abgeben oder soll ich es nicht abgeben? Was mache ich mit dieser Geschichte? Wie kann ich mit dieser Geschichte arbeiten? Ja, gebe ich es weg oder nicht? Und ich fand es ganz spannend, das Spirit, ich kriege ja immer, bevor ich das Reading für euch mache, immer so Impulse, was ich auf den Tisch legen soll oder worum es eigentlich geht. Und heute ging es um Gold. Sie haben nur gesagt, nimm Goldenes. Okay, dann wusste ich, einzige Kartendeck, Gold, das muss ich nehmen. Und natürlich mein persönliches Schwert, ne, Erzengel Michael, auch Gold. Und dann war mir auch klar, okay, hier geht es ganz viel um goldenes Licht, einfach was in uns jetzt, was jetzt kommt. Und zwar schon die letzten Tage. Das fängt nicht erst am Mittwoch an. Ja, also, was mache ich mit dieser Situation? Page der Münzen steht für Gelegenheiten, für Entdeckungen, steht auch für Manifestation, Meisterschaft und auch für Wünsche. Vielleicht ist hier ein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen oder einfach noch nicht. Ja, und er guckt und überlegt. Dann hatten wir den Teufel umgekehrt. Mega, mega schön, weil das zeigt mir die Entwicklung von uns. Ja, vielleicht nicht von allen, aber auf jeden Fall schon von ganz, ganz vielen. Und wir reden auch über das Kollektiv, nicht nur über uns hier als Gang, als Gruppe. Okay, also der Teufel an sich auf den Kopf steht für Freiheit, für das Loslassen von etwas Toxischem. Besserer Gedanke zum Beispiel, ja. Und der steht auch für Bewusstsein, wenn die Karte umgekehrt ist, was sie ist. Hier wäre noch die Geschichte. Wir sehen hier eine liegende Frau, die ist so in einer Höhle oder in irgendwo drinnen. Und der Teufel hat so die Kontrolle über sie und sie ist noch ohnmächtig. Ne? Wo bist du noch ohnmächtig? Das ist, glaube ich, etwas, was in den Portaltagen, übernimmst du die Führung? Wir hatten das erst bei der Sonnenfinsternis, ne? Bei dem Neumond in dem Schützen. Übernimm die Führung, unser Hirsch, der uns jetzt die ganze Zeit begleitet, weil das jetzt wirklich so ein Aufruf ist und zwar wirklich ganz laut und ganz deutlich von Spirit zu jedem Einzelnen. Übernimm die Führung über dein Leben, da wo du was machen kannst, mach es. Was macht dir Spaß? Leidenschaft. So, und dann hatten wir die Herrscherin eben umgekehrt. Eigentlich ist die Herrscherin die Mutter. Die Schöpfung, es geht um Kreativität, es geht um Schönheit, sie hält hier eine Blume, ja. Sie lädt uns eigentlich ein, sich wieder mit unserer Natur zu verbinden und das zu pflegen, was uns von Herzen gut tut, unsere Leidenschaften. Es geht um uns, Portaltage geht es erstmal um uns. Wenn jeder von uns ein bisschen in die Heilung geht, dann klappt das mit der Beziehung, dann klappt das mit dem Mitschöpfertum, dann klappt das mit wirklich mit allem. Ne? Und das ist so ein kleiner Rüttelmoment gerade im Dezember, dass wirklich Spirit auch wirklich so mit dem Schwert kommt und sagt, ey, durchtrennt eure toxischen Geschichten auch ein bisschen. Ja? Denken, Handeln, Weltbild, wie auch immer. Also heißt es hier auf dem Kopf wiederum Unentschlossenheit, Vernachlässigung, Widerstand und Trennung. Nur in der Kelche unten drunter. Also Materialismus, unrealistische Erwartungen, Gier. Wo kämpft man gerade dagegen an? Geil. Und dann kommt der König der Schwerter. Schwert, ne? Hier. Geil. Handeln, tun, ne? Also, lass uns gucken. Ehrliche Gespräche auf jeden Fall und Gelegenheiten werden kommen. Informationen, die dich ein großes Stück weiterbringen. Irgendwo warst du unentschlossen oder im Widerstand. Na, kennen wir alle. Nö. Jetzt geht's um Herzöffnung. Das große Ganze verstehen, den Wandel verstehen, verstehen, dass alles zusammenbrechen muss, damit wir unsere Bausteine neu ordnen. In unserer Umgebung, mit unseren Leidenschaften, mit unserer Kreativität, mit einem gesünderen Leben in allen Aspekten.
Dahin werden wir 2022 gehen. Das sind die Energien eigentlich schon. Okay? Also, wo hat man sich selbst vernachlässigt? Wogegen sträubt man sich? Ja? Vielleicht neu zu denken, neu zu handeln, Dinge neu zu bewerten. Also, lass uns weiterschauen. Karten, die mir jetzt kommen, ich soll mal mit dem Hüter des Lichts anfangen, ist Bridget. Bridget ist für die innere Stärke zuständig. Serapis Bay, Aufstieg, sich über diese Dunkelheit erheben. Und Kuan Yin kommt gerade. Fürsorge und Mitgefühl. Okay, dann lass uns mal gucken. Und Kalima ist ja immer dabei, ne? Das ist einfach sich seinen Ängsten stellen einfach. Aber dass der Teufel umgekehrt ist, ist gut, weil hier werden, glaube ich, einige Leute jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wichtige Informationen kriegen, um das Zepter wieder in die Hand zu kriegen. Das ist so die Hauptenergie einfach. Und dann können sie auch dieses Toxische besser von sich abwenden. Und Leute, das sind auch Nachrichten, ja? Schaut, ob ihr nicht statt Nachrichten der MML, also der Mainstream-Medien, andere Nachrichten, Webinare besucht. Es geht viel um Heilung gerade. Paul der Venezianer. Oh, zu viele, aber ich lese sie trotzdem alle ganz kurz durch. Ihr seht, wie viele Energien da sind, ja? Also für die kommende Zeit, Portaltage, Mutter Maria. Ganz, ganz klar. Liebe und Frieden. Lass das Recht haben wollen. Entscheide dich für den Frieden. Mutterheilung ist jetzt möglich. Eine Karte, die mir dieses Jahr wahnsinnig geholfen hat, weil ich gemerkt habe, manchmal wollte ich irgendetwas sagen zu einer bestimmten Situation und habe dann wirklich, bin ich in mich gegangen. Es kostet mich manchmal wirklich ganz stark Überwindung, aber es ist mein Fokus und deswegen will ich es ja auch lernen. Ja, ich will nicht recht haben wollen. Ich sage lieber gar nichts und behalte es für mich. Ich weiß, was ich weiß und damit hat sich's und Punkt. Tut unheimlich gut. Also schöne Mantra auch. Paul der Venezianer, teile deine Gaben großzügig. Wellen der Inspiration und der Liebe kommen auf dich zu. Goldenes Licht, was wir vorhin gesagt haben, Herz, ne? Ganz, ganz viel Herzheilung. Gerne Herzheilung, auch Meditation machen, hinsetzen, eine Minute und einfach nur sein Herz spüren und da die Energie einatmen. Ganz, ganz banale Meditation, die mehr ausmacht, als sich jeder immer denkt. Ja, es muss nicht immer so schwer sein. Hier haben wir den Neumond, ne? Hier erinnert mich auch ein bisschen an Isis unter anderem, Diana. Zielgerichtete Aufmerksamkeit, das ist die Schütze-Energie auch. Das ist ja, wir haben die Sonne im Schützen. Sonne im Schützen heißt ja nichts anderes. Der Schütze, der weiß ja ganz genau, er zielt, ne? Er zielt ganz genau, was ist so meine Priorität? Vielleicht ist es für einige das Recht haben wollen, aufzuhören, gar nicht Recht haben zu müssen einfach. Du weißt, was du weißt und du machst dir deine schöne Pipi-Langstrumpf-Welt. Es wird sich alles definitiv verbessern. Wir sind im Wandel, Leute. Ganz, ganz einfach. Ja, bei einigen kann es sein, diese zielgerichtete Aufmerksamkeit, dass es um Gaben weitergeben, Social Media besser nutzen, wisst ihr ja. Was kann ich machen? Kann ich gut kochen? Dann poste ich doch einmal in der Woche ein Rezept. Und da geht es nicht um Likes, sondern es geht einfach darum, irgendjemand wird sich freuen. Solche Inspirationen, das ist das mit dem Wassermann-Zeitalter an sich, dass wir gegenseitig uns inspirieren. Ja? Denk an das, was du dir ersehnst. Nimm das Höchste ins Visier. Rechne mit bestmöglichem Ergebnis. Da wird einiges an gute Informationen kommen, gar keine Frage. Saint-Germain haben wir natürlich. Bei den persönlichen Readings kommt er hin und wieder, wirklich dieses Jahr schön verteilt. Auflösung von Karma passiert sowieso. Dieses goldene Licht, was jetzt wirklich ganz, ganz immens gerade im Dezember kommt, ist für Heilung da. Und zwar alte Wunden auch aus früheren Leben, Leute. Vergebung ist eine ganz große Geschichte. Passiert so schnell im Dezember, dass man, wenn man diese Absicht einfach wirklich sich hinsetzt und sich wirklich mal 10, 15 Minuten Zeit nimmt und mit offenem Herzen
sich und anderen vergibt. Wir haben ja auch Scheiße gebaut. Das sind nicht immer nur die anderen. Oft war uns das gar nicht bewusst. Das werdet ihr sofort nach dieser kurzen Meditation auch merken, ja? Lass das Theater hinter dir. Geh deinen eigenen Weg. Schaffe Platz für gute Energie. Das ist genau die Energie, die in den nächsten 10 Tagen als Bitte von Spirit, von den aufgestiegenen Meistern, die mit uns wahnsinnig arbeiten gerade, als Bitte ganz, ganz groß dasteht. Ich glaube, Saint-Germain ist auch gerade derjenige, schaut mal hier auch schön, ne? Auch so am Herzen. Und da ist Isis Flügel, ist auch da, heilige Geometrie. Lehrt er uns auch, schafft Platz für gute Energie. White Eagle, Geist der Ahnen, unsere Ahnen sind gerade auch unheimlich am Heilen, ja? Also wie oben, so unten. Das heißt, bei uns passiert schon so viel. So viel Heilung. Wir gehen nicht mehr so tief in diese schlimme Spirale. Wir können uns viel schneller wieder hochholen. Das merken ganz viele von euch, ganz bestimmt auch. Ja, vor 2 Jahren hätte ich Schiss gehabt vor so einem Portal-Boom 10 Tage lang. Inzwischen denke ich mir, oh, da wird bestimmt irgendwas hochkommen, aber ich habe da nicht mehr Schiss, weil wir nicht mehr so tief fallen, weil wir viel höher frequentere Energie einfach haben, dass wir nicht mehr den hier so stark füttern können, zu lange. Ja? White Eagle, verbinde dich mit den Vorfahren. Eine Familienwunde oder ein Familienmuster kann jetzt geheilt werden. Ihr merkt, es geht durch und durch um Heilung, die passiert. Und das kann jeder. Das kann wirklich jeder. Wir sind alle spirituelle Wesen. Ja? Also, da gibt es gar keine Ausrede. Jeder von uns, der sich das auch vor allem bis jetzt anschaut, der spürt das auch. Ganz viel Heilung möchte jetzt kommen und steht auch zur Verfügung, diese goldene Energie, wie gesagt. Wow. Und Kutumi, Mantel der Weisheit. Zyklus geht zu Ende, ne? Hier die Schlange. Ganz genau. Dieser Zyklus geht zu Ende. Dieses Potenzial steht uns allen in den kommenden Wochen zur Verfügung. Zweimal die Schlange. Klar, bestätigt das hier nur. Schön. Und hier auch wieder. Oh. Metatrons Würfel, ja, was für Reinigung steht und der Ankh. Ja. Also Seele. Es geht wirklich um, wir sind alle unendlich. Und unsere Seele ist laut und sagt, ey, wir haben noch viel, viel mehr Leidenschaften. Wir können noch viel, viel mehr. Ja, du weißt das vielleicht als Mensch nicht, aber ich als Seele weiß es. Hör mir ein bisschen mehr zu. Hör deiner Intuition ein bisschen zu. Akzeptier auch ruhig diese Ängste oder diese Traurigkeit. Das ist ein Teil vom Prozess. Das ist okay. Kein Widerstand. Nicht kämpfen. Auch nicht gegen das System jetzt gerade, was zerbröckelt, auch wenn es die Medien nicht so zeigen. Ja, einfach sagen, es nimmt seinen Lauf und jeder von euch, wenn er ehrlich ist und von außen mal jetzt mal weggeht, spürt ja für sich, dass das alles ein bisschen leichter auf eine Art und Weise trotzdem ist. Natürlich haben wir noch Sorgen und natürlich stören uns viele Sachen. Aber ich kann das nur von mir sagen. Ich kümmere mich ja um außen gar nicht mehr. Das ist mir wurscht. Ich kriege das immer nur durch meine Mama oder durch Freunde ein paar Sätze mit, was gerade wieder, wo wir gerade so ein bisschen gerade wir nicht gepiksten eingesperrt werden, kriege ich halt mit, aber das berührt mich überhaupt nicht mehr. Ja, und wenn mich etwas nicht mehr triggert, dann weiß ich auch, dass ich bei mir ganz gesund bin, weil erst wenn mich etwas, jemand, ein System oder ein Mensch richtig triggert, dann weiß ich, dass ich das aber in mir auch noch habe und dass ich da an mir arbeiten darf. So, das nur so vorweg. Den Teufel tun wir hier zu Kutumi, Mantel der Weisheit. Also eine gewaltige Veränderung findet statt. Ja. Lass uns weiter gucken. Auf Facebook hatten wir heute Erzengel Raphael, ne? Wiederheilung, also Heilung, Heilung von toxischen Geschichten, Gedanken, von der Vergangenheit an sich, Vergebung, großes, großes Thema mit dem goldenen Licht. Seine Gaben einfach teilen. Ja, jeder kann irgendetwas ganz schön. Merci, wow, das war zum Schwert.
Geben statt nehmen. Wir haben hier eine Finsternis wieder, Leute. Also schon echt mächtig hier gerade. Neumond in der Jungfrau. Vielleicht werden hier auch einige bis zum Neumond in der Jungfrau, müsste ich mal glatt mal schauen. Vielleicht schreibt es irgendjemand unten, wann das ist. Aber da wird die ganze Heilung, alles, was hier gerade durch diese Portaltage, dieses Licht zu uns kommt und uns hilft und unterstützt, wirklich, um noch friedlicher und noch freier zu werden in uns. Ja, erst dann passiert es natürlich auch im Außen. Kann gut möglich sein, dass hier einige bis dahin immer mehr merken, auch ich werde mehr geben. Dieses Geben ist unheimlich präsent mit Paul der Venezianer. Ja, teile deine Gaben großzügig. Wellen der Inspiration und der Liebe kommen auf dich zu. Also kann gut möglich sein, dass da einiges passiert. Und dann haben wir Vollmond im Wassermann. Wow. Also Wassermann haben wir sowieso im Januar. Zeige dein wahres Ich. Immer authentischer. Merkt ihr das? Es geht immer wieder ums Gleiche. Die Themen werden sich auch nicht groß ändern. Ich mache im Januar ein Liebesreading, okay? Und dann gucken wir, was wir da gerade auflösen alles. Und was wir vielleicht noch da ein bisschen machen können, damit wir uns noch ein bisschen freier fühlen und einiges in uns bewegen können, was das Thema Liebe angeht, okay? Zeige dein wahres Ich. Okay. Eine gewaltige Veränderung. Man zeigt sich immer mehr, vielleicht auf Social Media eben auch ein bisschen anders. Man gibt immer mehr. Das ist das, was ich generell sehe. Ja, geben statt nehmen. Lustig, ich sollte nämlich heute die Ahnenkarte, ja, White Eagle, Geist der Ahnen, die Engel- und Ahnenkarten holen. Passt wieder Arsch auf Eimer. Spirit sei so gut für diese Portaltage. Also, viele Chancen und Gelegenheiten. Aha-Momente, ja, das sind wie so Aha-Momente, die ganz plötzlich kommen. Vielleicht merkt man dann eine bestimmte toxische Situation viel stärker und dann weiß man, ey, ich muss da raus, ja, oder eine bestimmte Denkweise oder Handlungsweise sich auch gegenüber, ja. Und diese ehrlichen Gespräche und Informationen, also da sehe ich ganz viele Gelegenheiten jetzt. Offen bleiben aber, ansonsten können sie nicht zu dir kommen. Ganz, ganz wichtiger Satz, ja? So, ne, so ein bisschen das Lied, was sie mir gerade zeigen. Should I stay or should I go now? Ja? Und bei dieser Karte geben statt nehmen, zeigen sie mir auch, sie hat die Augen zu und sie tut auch manifestieren. Sie erwartet nicht, dass das und das passiert, sondern sie macht die Augen zu und manifestiert für sich zu ihrem höchsten Wohl, einfach auch schon für die nächsten 6 Monate. Habe ich beim letzten Video gesagt, ne? Das, was jetzt gesät wird von uns, wenn wir uns die Zeit nehmen, was wünschen wir uns für nächstes Jahr, wird definitiv auch stattfinden. Das heißt, sehen. Ne? Nicht ernten, sondern sehen jetzt. Spirit, vorletzte Karte bitte. Also, die Herrscherin, die lädt uns ein, sich wieder mit unserer wahren Natur zu verbinden, zeigt dein wahres Ich. Ja, es ist auch die Karte hier auch der Verletzlichkeit mit dem Teufel umgekehrt. Ja, auch sich verletzlich zeigen. Einfach kommunizieren. Keiner kann zumindest bis dato noch nicht so gut Gedanken lesen, dass er weiß, was der andere mag oder nicht mag. Wunderschön. Winter, kümmere dich um deine Bedürfnisse. Okay. Alles gesagt, oder? Genau darum geht es.
Wo hast du dich vernachlässigt? Wogegen sträubst du dich? Ja? Wichtige Erkenntnisse und Aha-Momente kommen auch genau auf diese Geschichte. Kümmer dich um deine Bedürfnisse. Hol dir wieder Bücher raus. Ich sehe einige, die wirklich alte Bücher wieder aus dem Regal holen, sich hinsetzen, gemütlich und lesen. Der Feuerhüter. Wir haben auch noch ein bisschen das Feuerzeichen. Entfache deine Leidenschaften. Leute, immer wieder das Gleiche. Wo hast du dich vernachlässigt? Kümmer dich um deine Bedürfnisse. Es geht um dich jetzt. Schaut mal, wir haben hier Soul Tribe, ne? Auch natürlich. Die wird man natürlich auch anziehen, immer mehr. Geist Fuchs, vertrau deinen Talenten in sich ändernden Zeiten. Flexibilität, deine Talente. Was kannst du gut? Es geht immer wieder, die nächsten 10 Tage geht. Was kannst du gut? Was kannst du weitergeben? Und auch dir natürlich. Was tut dir gut? Vertraue deinen Talenten. Bei manchen wird es Musik sein, komponieren, Gedichte schreiben, ein bisschen malen, Dekoration, schmücken, kochen, backen und das verschenken. Ja, weitergeben, einfach was Neues machen. Es geht wirklich jetzt auch gerade mit dem Vollmond im Zwilling dann Neues auch zu machen, aus einem anderen Blickwinkel sehen. Jedes Reading geht aufeinander über, ne? Das ist ganz, ganz klar, dass wir immer vorbereitet werden auf die größeren Shifts. Also eine gewaltige Veränderung, geben statt nehmen. Zeig dein wahres Ich, was macht dir Spaß, sei auch ehrlich zu dir, vertraue deinen Talenten, entfache deine Leidenschaften, kümmere dich um deine Bedürfnisse, verbinde dich mit deinen Vorfahren, Familienwunde, eine ganz tolle Zeit zu heilen oder ein Familienmuster, ja. Dann die zielgerichtete Aufmerksamkeit, denk an das, was du dir ersehnst, also dieses Visualisieren auch, ne? Und das Recht haben wollen. Was haben wir hier? Du hast eine besondere Verbindung zu Tieren. Deine Tiere auf der Erde und im Himmel werden von den Engeln behütet. Schön, da wird sich jeder für sich individuell angesprochen fühlen. Ich denke, wir haben auch hier einige Tiere da, ne? Noch die letzte Geschichte, bitte, Spirit. Dankeschön. Rigid, die hatte ich ja vorhin schon auch so gefühlt, ne? Vorsicht tut Not. Schau dir die Situation genauer an, bevor du weitermachst. Und das ist ja das, wir schließen jetzt wieder, ne? Wir haben jetzt den Zirkel von Anfang an. Schau dir diese Situation genau an und da können bei einigen diese Gelegenheiten und Informationen kommen, die wichtig sind, damit ihr weitermacht. In sich hören. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste heute. Sei offen für Antworten, auch wenn du nicht weißt, wie sie kommen werden und was das für Antworten sind. Sei offen für Antworten, die dich weiterbringen. Jetzt, okay? Und wir haben Athene. Du darfst ruhig kraftvoll sein. Du weißt mit deiner Kraft liebevoll umzugehen, sodass sie für dich und andere gut ist. Manchmal ist kraftvoll einfach ganz ehrlich und aufrichtig zu kommunizieren auch, ja. Du weißt damit umzugehen, vertrau dir ein bisschen mehr, okay? Meine Lieben, wenn dir meine Arbeit gefallen hat und mein Kanal dir gefällt, dann danke ich dir für dein Like und dein Abo. Dein Abo spornt mich nämlich an, hier weiterzumachen und dein Like erfreut einfach mein Herz. Wir hören uns in wenigen Tagen, okay? Mit dem letzten Vollmond. Dicken Kuss. Bis dann. Tschüss.